Auf dem Oktoberfest lauern viele Gefahren, gerade für junge Mädchen und Frauen. Denn leider finden sich unter den männlichen Wiesenbesuchern auch immer wieder Grabscher, Spanner und Diebe. Ja, ich denke, wenn es dann mal im Zelt richtig rund geht, dann werden die angegrapscht auch. Wenn es mal passieren sollte, dann fragt man erstmal freundlich nach. Aber es kann ja immer ein Missverständnis sein und dann klärt sich das meistens auf. Und wenn nicht, dann muss man dann schon einschreiten. Und dann muss man halt schon manchmal sagen, ey Jungs, jetzt Schluss, so geht's nicht weiter. Doch Frauen können sich mit einfachen Tipps und Tricks selbst schützen. Auf der Wiesn zeigt uns Kickboxerin und Polizistin Julia Irmen wie. Wie schnell eine vermeintlich harmlose Situation gegen 14 Uhr am helllichten Tag kippen kann, müssen wir während unserer Dreharbeiten erleben. Spanneralarm. Diese Mädchen müssen aufs Klo, nur leider sind alle Toiletten besetzt. Ihre Lösung, die Büsche. Und genau darauf warten die vermeintlichen Aufpasser. Julia geht dazwischen, erntet jedoch wenig Verständnis. Die Schlange ist einfach zu lang. Findet ihr nicht, dass es ein bisschen gefährlich ist? Hier sind jede Menge Spanner. Ja, besonders dieser Typ hier. Ja, ich hoffe, wir erinnern uns morgen nicht mehr dran, was wir hier tun. Die Schlange ist einfach zu lang. Ich warte doch keine Stunde. In die Rosenbüsche zu machen, ist niemals eine gute Idee. Aber was soll's? Je betrunkener die Mädchen, desto schlimmer. Wie hier. Spanner stehen in Sekundenschnelle bereit und gaffen. Dieser Mann hat gerade gefilmt, wie die Mädchen mit heruntergelassenem Höschen am Boden liegen und urinieren. Polizei, Fehlanzeige. Julia und unser Bodyguard Toni greifen ein. Mädchen, bitte geht weg von hier. Ihr zwei braucht Hilfe. Ich muss sagen, ich bin momentan gerade geschockt. Wir mussten in einer Situation jetzt wirklich einschreiten, weil in einem Moment auf einmal 10 bis 15 Männer da waren, die einfach mit den Smartphones dargestanden sind, draufgehalten haben. Männer, die sich angeboten haben, sofort sie nach Hause zu bringen, sie zu begleiten. Also ganz, ganz unangenehme Situation. Wir haben es noch helllichen Tag und diese zwei Mädels sind komplett, also ohne Schutz gewesen in dem Moment. Wir setzen noch einen drauf und stellen mit Schauspieler Alex eine handgreifliche Auseinandersetzung nach. Wie schnell wird Julia geholfen? Jedes Jahr erstatten mehr als 100 Frauen Anzeige wegen Belästigung. Wie viele tatsächlich in eine unangenehme und gefährliche Situation geraten, ist nicht bekannt. Die Dunkelziffer sei jedoch 100-mal höher. Wir wollen wissen, helfen Hilfeschreie? Alex bedrängt Julia, drückt sie gegen den Zaun. Sie wehrt sich, ruft lautstark um Hilfe. Nein, Hilfe! Viele bemerken die Situation, greifen jedoch nicht ein. Einige Männer bleiben schließlich stehen, handeln aber nicht. Erst als Julia sie direkt um Hilfe bittet, werden sie aktiv. Durch die unmittelbare Ansprache fühlen sie sich persönlich verantwortlich. Wir lösen die Situation auf. Du bist in dem Fall jetzt gleich eingeschritten, weil du gesehen hast, was hast du dir gedacht und warum hast du eingegriffen? Na, da hat ein Kerl irgendeine Frage gemacht, da muss man ja eingreifen, oder? Julias konkrete Bitte um Hilfe hat Wirkung gezeigt. Ja, man muss leider sagen, in der ersten Situation habe ich 5-mal laut geschrien. Ich war wirklich laut, die Leute haben mich auch angeguckt, aber sind einfach weitergegangen. Es hat sehr lange gedauert, bis jemand eingeschritten ist. In der zweiten Situation habe ich auch gesehen, dass 2-3 Männer sich schon an mir vorbei bewegt haben, bis ich irgendwann auf den Mann gedeutet habe, er sich ertappt gefühlt hat und dann ist er auch eingeschritten. Also ich muss jemanden entweder konkret ansprechen, anfassen oder auf ihn zeigen, damit ich wirklich auch seine Aufmerksamkeit habe. Besonders gefährlich wird es nicht selten für Mädchen, die auf den Grünflächen hinter den Oktoberfestzelten ihren Rausch ausschlafen. Denn sexuelle Übergriffe sind hier traurige Realität. Also die Wiesen unterhalb der Bavaria, die sind wirklich ein gefährlicher Ort für Mädchen und Frauen, um sich schlafen zu legen. Wir haben es wirklich einfach auch schon öfter jetzt erlebt, dass da Mädchen und Frauen sexuelle Übergriffe erleiden. Rund 10 schwere Vergewaltigungen werden jedes Jahr angezeigt. Die Dunkelziffer wird auf 200 geschätzt. Julia versucht, die sorglosen Mädchen zu wecken. Die Ausreden fürs Einschlafen sind immer dieselben. Dass es gefährlich ist? Nein, ihr habt nicht geschlafen, sondern? Wir haben nur kurz pausiert. Das war ein. Die sind alle nett, die ich hier kennengelernt habe. Und eine Runde in der Sonne liegen ist ja nicht immer gleich irgendwie mit so negativen Gedanken verbunden, finde ich. Dies führt nicht selten zu einem bösen Erwachen. Ehrenamtliche Helferinnen der Initiative Sichere Wiesen für Mädchen und Frauen setzen genau hier an und nehmen jedes Jahr hunderte hilflose Wiesenbesucherinnen auf, die das starke Bier unterschätzen, nicht mehr nach Hause finden und sich zum Schlafen auf die Wiese legen. Manchmal sind so die ersten Dinge wirklich erstmal was Heißes zu trinken. Die sind oft stundenlang unterwegs, haben ganz lange nichts Richtiges mehr getrunken oder nur Alkohol, haben oft lange nichts gegessen. Die werden dann erstmal so von uns versorgt. Wir haben sogar Anziehsachen bei uns, weil oft sind die durchnässt, dass sie einfach wieder trocken angezogen sind und es wieder warm und sicher ist. Und dann kann man auch erstmal ein Gespräch führen.
Wer Hilfe braucht, bekommt sie hier. Den Weg zur Frauensicherheit weiß die kostenlose App Wiesen Protect. Hier sind auch alle wichtigen Notrufnummern gespeichert. Viele Mädels unterschätzen leider, wie heimtückisch Alkohol ist. Sie legen sich hier im Sonnenschein auf die Wiese und dann, wenn sie wieder wach werden, ist es vielleicht schon dunkel, das Dirndl ist vielleicht schon hochgeklappt. Und da ist es wirklich wichtig, wenn ihr schon müde seid, dann wendet euch bitte an diesen Security Point, der hier vor Ort ist. Der ist extra für Frauen eingerichtet. Da könnt ihr euch ausschlafen und zur Not werdet ihr sogar von dort aus dem Taxi nach Hause gefahren. Ein anderes großes Problem auf dem Oktoberfest, Diebstahl. In München werden ein Viertel aller Taschendiebstähle während der Wiesn begangen. In Zahlen mehrere 10.000. Julia macht den Klautest. Besonders beliebt bei Dieben die Fahrgeschäfte. Hier müssen die Wertgegenstände aus Sicherheitsgründen oft abgelegt werden. Eine junge Frau gibt ihre Tasche vor dem Einsteigen ab. Julia markiert sie, indem sie ihre Jacke drüber legt. Es folgen 5 Minuten Adrenalinrausch. Während das Fahrgeschäft auspendelt, nehmen die Guides die Taschen, um sie auf die andere Seite zu tragen. Für diesen Wiesenangestellten gehören Jacke und Tasche zusammen. Optimal für unsere Diebin Julia. Denn die verlässt als erste die Schaukel und könnte sich so mit der getarnten Tasche aus dem Staub machen. Du hast die Tasche geklaut! Ja, und ihr habt es nicht bemerkt. Stimmt, schlecht gesichert hier. Doch was kann Frau tun, wenn sie nicht auf ihre Tasche verzichten möchte? Mein Tipp, 18 Euro investieren, Schürze hoch. Da passt alles rein. Da habe ich ein Geldfach, ich habe ein Ausweisfach, ich habe ein Handyfach, Lippenstift, mehr brauche ich nicht. Gefahren lauern auf dem Oktoberfest viele. Doch mit Julias Tipps steht einem schönen Wiesenendspurt nichts mehr im Wege. Zu enge BHs erhöhen das Brustkrebsrisiko. Die meisten Frauen tragen Größe 75B und ein BH kann das Abschleppseil für ein Auto ersetzen. Wir räumen auf mit einer Handvoll Mythen rund.